Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu DayZ Epoch Staffel 3. An meiner Seite der Daniel und der Orca. Jo, hallöchen. Hi. Oder willst du nochmal in eine Waffenbaracke reingucken? Können wir machen. Aber über uns ist gerade ein Heli geschwirrt. Ja, ich weiß, der ist aber weitergeflogen. Ja, Gott sei Dank. Aber es könnte. Ach nee, nee, fahr mal. Nee, nee, lass nicht. Hier haben ja vorhin welche geschrieben. Stimmt, da wurde sogar einer getötet. Der Steffen wurde hier getötet. Ja, ja, fahr mal lieber weiter. Sicher, aufmerksam sicher. Aufmerksam machen. Willst du das auf der V3S offen passt durch ein Garagentor. Was ist das für ein Auto? Der V3S ist ein LKW halt. Ach so. Meinst du, hier ist noch jemand? Naja, die verhalten sich ruhig, wenn du weiterfährst, aber weil du stehen bleibst, ne? Ja, Orca Auto. Kann ich gesehen. Okay, dann fahren wir erstmal zu B's, dass du dein Geld los wirst und. Ist zwar nicht viel, aber immerhin etwas. Ja, Kleinvieh macht auch Mist und naja, so wenig ist es ja noch nicht, fast 50.000. Ist immerhin schon wieder eine Metallplatte, ne? Oh ja. Weil solange wir keinen Schmiedehammer haben, ist es echt. Müssen wir ganze Platten kaufen, damit wir endlich mal oben die Heli-Plattform fertig kriegen. Oh ja. Ich habe mir auch gedacht, über den Heli-Plattform vielleicht so fünf Stockwerke höher nochmal so Plattform, dann kannst du die Helis trotzdem reinfliegen. Ich nehme aber dann immer ganz oben da, ne? Könnten wir mal gucken in der Scheune. Ja, das stimmt allerdings, habe ich mir auch gerade so gedacht. Dass eventuell da jetzt ein Hammer drin liegt. Das wäre ja der Hammer, aber ich glaube nicht dran. Revolvermunition. Hier ist ein Tresor. Hier ist auch ein Tresor. Versuch mal viermal die Null. Ja, versuche ich mal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, also übrigens, Leute, meine Festplatte war nicht voll. Ne, eine Axt interessiert uns nicht. Ja. Ah, immer noch verschlossen. Immer noch verschlossen. Schade. Bloß gut, dass ich keine geflatterte gekriegt habe. So, das was kriegst du bei Türen. Hier auch, da schreit der Charakter richtig ab und dein Bildschirm wird ganz hell. Das ist ja ätzend, ne? Im Auto ist sogar noch was drin, eine Brechstange und so ein Scheiß. Hauptrotorteile. Orca, komm! Orca, Orca, Orca! Nee! Was, nee? So. Ich hab keine Zeit! Natürlich, du bist hier in einem Let's Play, ja, du hast Zeit. So, na gut. Ja, ich glaube. Was macht man jetzt? Wir hatten ja schon mal am Anfang einen gefunden, der ist ja auf mysteriöse Weise dann verschwunden gewesen. Ja. Na, ich hatte doch einen Kopf gefunden und du hattest den Stiel gefunden. Ja, haben wir kombiniert. Aber der war dann auf einmal nicht mehr da in der Base. Ne? Und auch in keinem Auto, alles durchsucht. Ja. Weil ich habe mir 12 Kisten Metall gekauft und so. Ja, und ja. Wir können ja mal den Admin mal fragen, ob er einen spendieren würde. Nur ganz höflich, ne? Oder uns ausleihen könnte für eine Weile. Er kann ja dann wieder haben. Weil, wie lange soll man hier suchen, um so ein Teil zu finden, ne? Alter, ich glaube, wir müssen die Mission machen, weil hier ist ja tote Hose, sonst kommt keine neue. Oder? Komm, lass uns mal die Helikopter-Crash gleich bei Study nehmen. Ja, und dann lauern da viele und campen. Meinst du? Ja. Na, wenn die keiner macht, dann sieht das ja so aus, als ob da welche campen. Bei Starry darf man nicht campen. Ja, bei der Safe Zone nicht, ist richtig, auch bei der Mission ja schon. Also ich habe da so ein ungutes Gefühl, weil die jetzt ewig schon keiner gemacht hat, vor allen Dingen, weil keine andere Mission ja da ist. Ja doch, die Ural-Ambush ganz, ganz oben. Ja, die macht ja auch keiner. Da campen dann auch welche. Aber da würden wir einen Ural kriegen. Naja, dann bleib ich aber auf Abstand, falls. Oh, Standbild! Falls geschossen wird, dann. Wenn wir die Mission fertig haben, bleib ich dann außerhalb, weißt du? Hier ist die Mission 200 Meter neben uns. 150, ja. 100, 110, 100 Meter. Oh, ich sehe da Dings rumrennen. Die haben uns nichts getan. Ja, ja. Welche Mission ist das? Pharma, musst du tanken? Nee, ne? Noch nicht. Fahr mal hier ein Stück höher, ja. Gucken.
Da 500 Meter ist doch angemessen, oder? Ja. Mach mal so, pass auf. So, wir nehmen das Auto als Deckung. Ich markiere die mir mal noch eben schnell. Ich meine, die ist zwar nicht zu übersehen, aber... So. Nicht vor mir laufen, ne? Ich sehe die ganze Zeit deinen Namen, ey, Daniel. So. Ja. Oder unterm Auto, das geht auch. Jetzt gucke ich mal. Ja, unterm Auto geht. Was hat er geschrieben? Ziemlich weit weg. Aber. Nicht, ja, dass ich einen Reifen zerschieße. So, ist in der Geschütze? Nee, ne? Moment. Wer schießt da schon? Oh, muss ich da hochziehen? Noch nicht? Boah, wie weit muss ich denn da noch gehen? Siehst du meine Kugeln einprasseln? Warte, pass auf. Also, ich kann auf die Entfernung gar nichts machen. Siehst du es? Einen hast du, glaube ich, gerade getroffen. Wer, ich? Noch einen. Oh, Zombie, ich höre. Hey, ich habe einen erschossen. Ja, der ist bei mir. Hey, mach den tot. Ja, ich lock ihn doch. Versuchen wir. Ja, der rennt zu dir, weil du ja liegen bleibst. Komm, Zombie, komm hier. Mein Gott. Da kommt noch einer von unten, Ivan. Mach ihn alle. Ja, Moment. Oh, ich hab ihn schon getötet. Der ist in mein Kugelgewitter reingelaufen. Ich guck mal eben, ob ich noch einen Zombie sehe. Ja, sieht gut aus. So. Auf die Entfernung kann ich nichts ausrichten. Ich muss näher dran. Ich muss mal einen Moment warten, ein bisschen wackelig bin ich noch. Ja. Ich kann nämlich hier 700 Meter, also diese Entfernung, vergiss es. Das war zu hoch. Das war getroffen. Müsste jetzt eigentlich nochmal getroffen. Ja. Alter, wie oft? Jetzt ist er umgefallen. Okay. Hinterm Heli ist aber noch einer. Naja. Und ich sehe da noch einen am Heli kriechen. Das sind noch. Aua! Aua, Hilfe! Hilfe! Oh, Zombie. Oh, ich blute. Hast du ihn erschossen? Ja. Okay. Oh. Siehst du meine Kugel wenigstens ankommen? Ja. Schlafe Donuna in das Bauernhaus. Und den habe ich gerade ins Bein geschossen. Deswegen hat er sich hingelegt. Ja. Nicht, jetzt habe ich ihn im Kopf getroffen. Schlafe Donuna in das Bauernhaus. Und dahinter. Mach hinter. Doch. Oh, was war das gerade? Hinter mir kriegt nur einer rum. Ey, wer ist denn das? Ivan, bist du das? Nein. Nee, oh, jetzt woher dann? Der will ich. Nein, nicht Zombie. Ah, nee, da kriegt noch einer. Oh, ich habe keine Munition mehr. Scheiße, das habe ich nicht bedacht. So. Huch. Warte mal, da kroch doch gerade noch einer. Ah, also da. Ich fahr hin, ne, Daniel? Warte, da kriegt noch einer und einer ist noch hinterm Heli. Ja, die fahr ich um. Stopp! Hey, ich sehe nichts mehr. Na komm. Nee, da sind doch noch zwei. Ja, die fahre ich um. Ich habe noch eine Makarov oder 1911er. Fee, der schießt mich hier aus dem Dings raus. Du hast bestimmt das Glück. Mich haben die Zombies voll hergefotzt. Ach, Orca ist da schon fast unten. Ja. Ich kann aber nicht schießen, weil ich drei Zombies da habe. Nimm doch gar nicht. Renn da unten durch die Scheune, Orca. Ja, ja, das sah nicht schon vor. Guck gleich nach einem Hammer. Wir tanken gleich einmal. Oder nach einem Hammerkopf oder Hammerstiel. Ja. Ja, es liegt ja einzeln drum. Der ganze Hammer liegt ja da nicht rum. Hab ich aber am Anfang Ammo gesehen, ganzer. Ja. Das war auch das einzigste Mal.
Ja, ihr sind in meiner Nähe. Gut. Also jetzt haben einer, wir jetzt hingelegt, um durch das Ding zu kommen. Also einer kriecht noch und einer müsste hinter dem Heli noch richtig laufen, ne? Ja. Warte. So. Ich habe eine PDW, das müsste gehen. Stell Daniel, mal, vorsichtig. Ja, gleich im Busch rein hier. Einen habe ich. Oh, Alter! Ich war doch im Busch. Blöde Zombie-Sau. Entschuldigung für den Ausdruck. Fertig. Ja, ja. Kommt der Zombie jetzt hinterher? Alter, hier kommen ja mehr als... Hier können wir die ganzen Waffen einpacken, im Übrigen, ne? Uiuiuiui! Alter! Geht weg! Geht doch mal weg hier! Ich blute, ich muss mich verbinden, ey. Wie soll ich das machen? Huhuhuhu! Nicht hinter mir her! Hey, hey, hey! Nein! Aua! Geh weg! Tschüsse! Ja, das war ich in den Schreuen, also. Daniel, wach was! Ja. Da kommt gleich noch einer rumgehüppelt. Ah, da. Oh, ich muss mich erstmal schnell verbinden. Auch essen und trinken. Ja. Oh, eine M24. Oh ja. Gib mir die M24. Dankeschön. Dann die Munition zu, bitte. Bist du das oder ein Zombie? Nee, ich bin das. Oh. DMR-Munition? Hier habe ich ein Holzpack. Soll ich das mitnehmen? So ein Lumberpack. Nee. Das haben wir schneller selbst gemacht, gell? Oh, ich muss essen und trinken. Nein! So, die Waffen nehme ich mal alle mit. Die können wir da vorne gleich verkaufen, ne? Ja. Tschüsse! Oh ja. Heli! Uiuiui! Oh, kein Heli, echt jetzt? Oh, echt jetzt? Alter, ich bin tot. Ich noch nicht. Ah, es darf doch nicht wahr sein. Wusste ich doch, dass da gecampt wird. Das haben die vom Weiten wahrscheinlich mit Fernglas und so, ne? Und immer muss in meiner Aufnahme hier so ein Scheiß passieren. Au! Ich bin ohnmächtig und ich bin tot. Die sagen jetzt natürlich, nee, wir sind gerade zufällig mit einem Heli da vorbeigeflogen. Ja, ja, was für ein Zufall, Idioten, ey. Ja, ja. Die haben da in der Nähe gecampt und haben das mit Ferngläsern. Ich weiß schon, wer das war. Ich weiß es schon. Ja, wer dann? Helon. Hundertprozentig. Hm. Orga, lebst du noch? Ja. Ich gehe da momentan nicht aus der Hütte raus, also. Ja, dann bleibt man da in der Nähe. Und was hast du für eine Waffe bei dir? Mist, ich gucke. Aber, das ist momentan ungesund. Ach. Na, dass du mal die Mission da ein bisschen im Auge behältst, wenn die da mit dem Heli landen, dass du da drauf ballerst. Ja. Ja, sorry Leute, dann werden wir jetzt gleich wieder, wenn hier mal endlich Rakete eingeloggt bin. Raketen? Ja. Schießen sie jetzt auf dein Haus? Ey, ich glaub nicht, dass sie mich gesehen haben, also. Weil dann würde ich schnell aus dem Haus raus, weil das stürzt nämlich zusammen, wenn sie mit Raketen drauf schießen. Nee, bleib mal im Haus drin, ich glaub nicht, dass sie wissen, dass du da drin bist. Wenn, dann ist es echt komisch. Die dürfte mich ja gar nicht gesehen haben. Daniel? Ja? Was sagt deine Uhr? Ich bin erst bei 14. Ja, mach einen Schnitt, weil wir müssen eh latschen. Bringt ja alles nix. Ja, kann ja auch viel passieren, oder nicht? Ah, das nervt mich. Was soll ich denn jetzt machen? Warte auf euch? Ja, bei mir müsste es endlich mal weitergehen hier. Empfange Daten. Ja, wie lange noch? Ja, endlich. Muss mal erst meckern. Oh, Mann. Na gut. Aber ich hab's geahnt.
Ne? Ich hab's geahnt einfach. Die sind noch gelandet? Ja, Baller Richtung. Nee, die sind nur durchgeflogen. Ach, die wollen das nicht mal haben. Nur aus Spaß einfach mal so. Ja, doch, die landen schon noch, die landen schon noch. Die warten nur, ob da noch jemand ist. Ist ja noch schlimmer. Die fliegen so die ganze Zeit so rum. Ich bin 6500 Meter von Orca entfernt. Ja. So, das war bei Starry. Ja, ich habe 8 Kilometer vor mir, ja super. Ich werde mir mal Orca markieren. Ja, also ich bin circa 200 Meter davon entfernt. Ja, ich 6,5. Kilometer oder was? Ja. 6,5 Kilometer, ja. Ja. So. Das ist nur ein Zombie, wo du rumhobelt. Ich will mir jetzt hier nicht im Bergauf Wald Fahrrad bauen. Der flieht schon wieder über mich drüber. Ja, hast du recht. Guck mal hier, der Johnny. Hihihi. Die schießen ins Haus drin. Woher haben die dich gesehen? Nee. Die schießen nur auf Verdacht. Okay. Na gut, ist ja ein Betonhaus, glaube ich, ne? Ja, aber das Dach nicht. Das Dach nicht, ne, ist richtig. Die wollte mich rausscheuchen eigentlich. Also Telon war schon mal nicht, ne? Weiß ich nicht. Ne, er schreibt ja hier, dass er irgendwas gelesen hat. Dun, 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 dun. Ja, das war abzusehen, weil die Mission hat ewig keiner gemacht. Das war ja sowas von, aber ne? Das ist sowieso. Selbst wenn es offensichtlich ist, muss es ja nicht immer wirklich so sein. Ich finde es einfach nur schmarri, jedes Mal zu campen. Ja. Ich weiß, es ist Daisy, aber man muss doch nicht nur campen. Ja, dann wird irgendwann wird gar keiner mehr Mission machen. Dann campen sie alle um die Mission rum. Ja. Das wird irgendwann passieren. Alter. Ah, oh, was ist das? Ein Spaten, ey. Ja, was ist denn das für ein Schmarri, wenn da nur gecampt wird an der Mission? Dann am Schluss liegen sie alle im Kreis herum, weißt du, an der Mission und keiner macht sie. Ja, vor allen Dingen mit Heli, weißt du? Ich bin am Überlegen, ob ich mich nicht aus dem Gebiet zurückziehe. Ne, warte einfach, bis sie landen und ausgestiegen sind. Ja, genau, und dann drauf ballern einfach. Ja. Warte da, wir sind ja unterwegs dahin. Aber nur wenn wieder du 100% triffst, dann nur dann schießt, ja. Ansonsten bist du tot halt. Ich sehe die Missionsstelle überhaupt nicht. Ja, ich habe nur ein Haus vor mir, also. Dann warte, wenn sie gelandet sind. Kehre die Anime. Ja, sind sie gelandet vielleicht? Weiß ich nicht. Wie kannst du musst doch hören, ob sie landen. Hab ich aber nicht gehört. Ja, dann sind sie wahrscheinlich auch nicht gelandet. Ah, das wäre dann noch übler, ne? Dass sie dann das Zeug gar nicht haben wollen, weil sie selber genug alles in Hülle und Fülle haben, weißt du? Und. Aber wenn, wenn ich an die Missionsstelle gehe, werde ich sterbe. Ja, sind sie dann noch oder was? Weiß ich nicht, ich geh jetzt raus, gucke, fertig. Oh, was weißt denn du? Aber Leute, ich bin ja auch so blöd. Ich sag da vorher noch, ich bleib außerhalb, ne? Was mache ich? Geh auch mit dahin, ne? Mann. Ja, Eigenschuld. Wäre ich außerhalb geblieben und hätte mit Sniper weiter geguckt, dann hätte ich den Heli schön ein paar Dinger verpassen können. Das ist ein normaler Zombie. Das ist der Heli. Hey, du bist kein zweiter Heli. Die haben nur wie Lusch und Laune Domo Ringehall. Super. Was für Luschen. Dann waren sie quasi nur auf PvP jetzt aus.
Was natürlich erlaubt ist, okay. Ja, scheiße, ob es erlaubt ist oder nicht. Geht nicht ums PvP oder sonst was. Es geht darum, dass Missionen bekämpft werden. Ja. Dafür sind Missionen nicht da. Klar, man kann hin und wieder mal kämpfen, aber nicht jedes Mal. Ja. Und bestimmt auch immer die gleichen Pfeifen. Ja. Das stimmt eigentlich, da sollten sich die Admins mal was überlegen, ne? Nee, ich weiß nicht, also keine Ahnung. Vor allem, die waren nicht weit weg, das kannst du vergessen, dass die weit weg waren. Weil die Nö, Meldung zwischen. die waren hinterm Berg, kamen vom Berg aus mit Ferngläser, weißt du? Und als sie gesehen haben, ja, wir haben eben, wir rennen da hin und haben alle Ja, die, nee, die oder die Meldung kam, brauchten, dass die Mission beendet ist ja, und 2 Minuten später waren sie mit dem Heli und da. dann sind sie losgeflogen, Ja. das stimmt. Das wird's gewesen sein, ja, die haben ja gelesen, dass die Mission zu Ende war. So, jetzt können wir losfliegen. Wieso machen wir sowas nicht? Ja, können wir machen. Aber man sieht ja dann da unten die Missionsdinger, ne? Und dann juckt der Finger, ne? Also die NPCs da rumrennen. Ja, mich regt sowas auf, ehrlich. Scheiß drauf, ob Ja. ich sterbe, aber nicht wegen die Kämpfe, ey. Das stimmt, weil diese Laufwege, das ist natürlich Bin immer mal ruhig. voll nervig. Scheiße. Was Was denn? denn? Heli. Ah ja, er kommt also wieder, okay. Entweder können sie es dann nicht glauben, dass wir nur zu zweit waren. Oder die Ja, warten sehr darauf, dass. merkwürdig, wenn sie noch Ja. so lange warten. Ja, oder die warten darauf, dass wir zurückkommen. Ja, und dann, was sollen wir machen? Uns mit die mit Pistolen beschmeißen oder was? Weiß ich Weil jetzt Pistole nicht. ist zum Schießen nicht gedacht, glaube ich. Ich glaube, alleine wegen der Form, dass sie wie ein Bumerang agiert, die schmeißt sie zum Heli, weißt du? Ja. Durchtrennst den Rotor und die Pistole kommt in Ja. deine Hand zurückgeflogen. Ja, oder Die wieder. fliegen doch ab und zu nur Kreis und dann sind sie wieder weg. Oder stehst hinterm Haus, weißt du, und wie bei Wandit und schießt dann einfach so um Ecke rum. Orca, du hörst halt den Heli erst irgendwie auf 300 Meter oder so. Das ist halt scheiße. Quiz. Das heißt, du kannst denken, die sind weg, aber in Wahrheit sehen sie dich haargenau. Ja. Versuch's nicht, auch wenn es schade ums Geld ist, aber versuch's nicht. Das stimmt. Warte, bis einer von uns da ist, der schnappt sich dann die Waffe von dir Ja. und dann mach mal kurze Geschichte mit denen. Ja. Wie weit hanern's noch überhaupt? Ja, ich habe noch 4,5. Daniel, du? Ja, genauso, aber du fährst das Fahrrad, ne? Ja, klar. Ja, ich laufe hier durch Wald, Berg hoch, Was für Berg eine runter. Tafel? Keine Ahnung. Ich bin da aus der Scheune raus, in so eine kleine Waldstieg in Ach die. so, er meint hier die Tafel wahrscheinlich oben rechts oder was? Nee, nee. Na, muss er doch. Hier, er schreibt doch, mein Mörder steht nicht auf der Tafel. Also kann er ja nur da oben das meinen. Ja, das ist Oder es gibt hier manchmal. eine Tafel in Staryu, hat er ja geschrieben. Scheinbar, der erste gestorben nach Restart wird dort angezeigt. Ja, Lol. ja. Es ist doch hier genau wie meine Humanity. Wenn ich dich jetzt erschieße, zeigt er mir das jetzt auch nicht an. Erst nach dem, wenn ich mich ausgeloggt habe und wieder eingeloggt habe. Oder nach dem Reset war das. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ja, wenn ich mir jetzt hier ein Fahrrad raushole, dann geht eh Glaubst kaputt. Geht du? Ja, kaputt, dann packst du es also. ein und packst es wieder aus. Nee, ja, oder ich sterbe sogar dann, ne? Hier, weil das, ich weiß, Du bergab kann stirbst man nicht. kaum bremsen, das ist so schnell. Ja, aber Ich du glaube, stirbst nicht. ja schon, aber ich will nicht auf die Fresse fliegen. die fliehe da rum und schieße auf alles, was sich bewegt. Ja, Also nichts Gezieltes. voll Idioten. Naja, oder nicht. Haben einfach Spaß am Schießen, ne? Müssen ja nicht gleich Vollidioten Ja, sein. nee, aber das Gekämpfe ist doof. Ja, klar, ist doof. Und wenn wir es mal machen, ja, dann sagen die dasselbe wahrscheinlich, ne? Ja, yeah, voll die Assis, Ja, Schweine. wenn. Und, ja, aber wir haben es bis jetzt noch nicht gemacht, aus Fairness. Aber sollten wir vielleicht doch mal machen.
Ja. Wirklich im Busch legen, weißt du, sich eine Stunde warten, meinetwegen scheiße ich drauf, richtig derbe, kacke ich da drauf, richtig mit Durchfall und so. Ja. Ja, das findest du mal wieder lustig, das ist mir so klar. Ah, Baum! Oh nein, jetzt mein Fahrrad im Arsch. Dann möchte ich aber nicht in der Situation möchte ich da nicht in deiner Haut stecken. Wollte ich dann nur. Nein. Du meinst in meinen Busch? Voll geschissen und alles, ne? Ja, du willst nicht im gleichen Busch sitzen wie ich. Na, das sowieso nicht, das muss ja dann stinken. Ihr werdet geschossen. Aber ich könnte jetzt eigentlich einen Schnitt machen. Jetzt habt ihr mich genug rumgelaufen. Sehen hier? Rumgelaufen gesehen? Ja, hier laufen, ne? Wald und so. Ich sehe den Wald voller Bäume nicht mehr und so. Ja. Ja, wir sagen danke fürs Zusehen. Lasst doch eine Bewertung da, ein Kommi. Okay. Was denkt ihr übers Campen an Missionen? Ja, schreibt manchmal doch mal. Manchmal ist es ja lustig, aber immer? Wirklich immer? Immer? Dass man das dann kein einziger... Wollt ihr einmal eine Mission machen? Weißt du, dann siehst du irgendwann mal kommen. Keiner macht mehr Missionen. Alle liegen so um der Mission verteilt. Ey, das hab ich schon gesagt, du Arsch. Nee, um eine Mission. Stell dir mal vor, alle Leute kommen zu einer Mission und campen da vom Norden, Süden. Ja, da braucht nur einer schießen, ne? Und dann ist da Halligalli Drecksau fest. Ja, dann ballern sie sich alle gegenseitig. Und die Mission unten, ja, die schießen dann auch in alle Richtungen, ne? Ja, ey, die drehen dann durch. Hä, von wo? Was? Mayday, Mayday, Houston, wir haben ein Problem. Na, okay. Ja, schreibt doch mal. Ich hab mein Fahrrad jetzt, ich hab mein scheiß Fahrrad gebaut und das ist nicht da, wo's. Ja, schreibt doch mal in den Comments, was ihr davon haltet und so. Und ja, wir sagen danke fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Kommentar da und ein Like. Wir würden uns freuen. Hab ich doch schon gesagt, Mann. Doppelt hält, wie du sagst, doppelt hält besser. Mal leck mich doch. Okay, tschüss. Ciao. Ciao.